Ja, es nervt langsam, ne? Also ich glaube, heute war trotzdem ein eher schwächeres Spiel von uns und wir haben einfach einiges vermissen lassen heute, wie in der Offensive, auch in der Defensive waren wir ein bisschen ungeordneter als sonst und wir müssen einfach wieder anfangen, an unseren Grundtugenden zu arbeiten und sollten wir auf jeden Fall jetzt schauen, dass wir positiv in die neue Woche starten und dann nächste Woche oder am Wochenende in Wiesbaden was Zählbares mitbringen. Ne? Gegen Türkgücü haben wir ein super Spiel abgeliefert und einfach unglücklich verloren. Also ich finde es ein bisschen Quatsch zu sagen, wir haben nicht das abgeliefert, was wir vor der Pause gemacht haben. Weil das stimmt nicht. Wir hatten genauso viele Chancen, nicht mehr und nicht weniger als vor der Pause. Haben die Dinger noch nicht gemacht. Heute, okay, haben wir ein schlechtes Spiel gemacht, aber trotzdem haben wir genügend Chancen, auf den Ausgleich zu kommen. Und ich weiß nicht, was los ist. Einfach Unvermögen, würde ich jetzt mal behaupten, vor dem Tor von allen. Aus meiner Sicht stand es ein bisschen parallel dazu. Sah es einfach nicht nach einem Elfmeter aus. Ich denke, beide gehen zum Ball, beide spielen nicht den Ball und dass da dann ein Körperkontakt zustande kommt, ist, glaube ich, ganz normal. Und so wie der Schiri auch zuerst richtig entschieden hat, er das Spiel weiter laufen lassen und dann plötzlich zurückgefunden. Und da frage ich mich, weshalb. Und sonst müsste man sich das nochmal angucken, aber so wie ich es jetzt gesehen hatte, war es für mich kein Elfmeter. Nee. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nur noch, dass der Ball irgendwie durch den Strafraum kullert und ich probiere hinzukommen. Ja, klar regt man sich auf, ich habe die Wiederholung noch nicht gesehen. Ich glaube, dass man ihn geben kann, ehrlich gesagt, dass ich ihn am Fuß treffe. Das gilt es jetzt in der Woche zu analysieren und in der Woche natürlich zu thematisieren. Und der Trainer wird da die richtigen Worte finden, bin ich mir sicher. Und dann gilt es, positiv in die neue Woche zu starten. Ja. Und dann sollten wir auf jeden Fall zusehen, dass wir demnächst wieder was Zählbares mitbringen. Keine Ahnung, ich will jetzt hier auch nicht immer viele Floskeln machen. Ich will nicht sagen, dass wir die alten Tugenden rausholen müssen oder sonst was. Wir müssen einfach unsere Dinger reinhauen, die wir uns Spiel für Spiel erarbeiten, ob wir scheiße spielen oder nicht. Und dann kann es auch gegen Wiesbaden klappen, ob die jetzt Absteiger sind aus der zweiten Liga oder nicht. Ist auch völlig egal.